Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, schön langsam bin ich ein bisschen überfragt. Ha, ich hätte gern die eine Rune da, aber irgendwie kommt man nicht weiter. Keine Möglichkeit irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich nichts wissen tun. Hier drin waren wir schon, jawohl. Ich, Rune sage ich immer, das glaube ich, boah ey, jetzt hat mich... Ich dachte, da steht einer. Rune oder Knochenartefakt, irgendwas von dem halt. Ach so. Ich war schon mal irgendwie auf der anderen Seite, oder? Drüben. Oder noch nicht? Na, noch nicht, ne? Würde ich aber gern. Weiß nur nicht, wie ich das anstellen soll. Jo. Überall ist alles kaputt. Ich versuch's hier mal. Kann man öffnen, sehr fein. Kann man wieder wechseln, sehr fein. Und ich hole gleich mal das raus. Okay, das schaut in Ordnung aus. Ich wechsle nochmal. Sind wir wieder ein kleines Stückchen weitergekommen. Spielt Aramis Stilton wirklich Harfe oder Klavier? Nicht, dass ich wüsste. Warum bin ich dann hier? Warum wird ein Instrumentenstimmer geholt, wenn keiner spielt? Stilton ist bestimmt der Meinung, dass ein Mann in seiner Position eine Harfe oder ein Klavier haben muss. Oh. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn du... Ich werde wieder die Zeit wechseln. So. Ja, ich wollte nämlich nur... ich wollte nämlich nur schauen eigentlich, ne? Jawohl, da gehen die zwei herum. Ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen umschauen. So, ich will Kabel, sehen die mich jetzt hier nicht. Aha, da brauche ich keins. Okay. Aber wir sind gut unterwegs, ne? Schön gesund. Ich meine, das mit Entdecken und so, ne? Das, ja. Das kriege ich so jetzt nicht besser hin. Okay, da ist was Interessantes. Ein paar Münzen, schaut mal. Schau mal da. Okay. Was haben wir da? Okay, das scheint nichts Schlimmes, also nichts Wichtiges zu sein. Jo, dann würde ich sagen, wir verlassen das Zimmer hier wieder und gehen weiter darüber. Ja, schönes Bild. Ah, was haben wir da? Was zu essen. Braucht man noch nicht. Da herüben scheint auch nichts Wichtiges zu sein. Ich wollte eigentlich nur die Vitrine... Jetzt. Kurz reisen. Wieder zurück, bevor wir einen Schlag bekommen. Na, da ist gar nichts. Da haben wir noch was zu essen. Okay, brauchen wir eigentlich... Hä? Achso, das war jetzt die andere Dimension. Die andere Zeit, nicht Dimension. Hä? Da ist niemand. Ihr könnt's gehen. So, was haben wir da noch Feines? Nichts eigentlich, ne? Jetzt muss ich nur warten, bis die Hampelmänner da weg sind. Und wie schauen wir aus? Ja, ja. Haut ab hier. Ich will nämlich gerne dieses Buch hier haben. Lesen tun. Handbuch für neue Bergarbeiter. Handbuch für neue Bergarbeiter. Der Leitfaden für Sicherheit am Arbeitsplatz im Bergwerk. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Gerade vorhin, ne? Scheiße! Hä? Hallo! Geht ja. Okay, da ist gar nichts. So. Sucht mich nur. Ja, sucht nur. Ihr Trotteln. So, wohin denn jetzt als nächstes, bitteschön? Die rennen hier mal aufgeregt durch die Gegend rum. War ich hier schon drin? Ich habe keine Ahnung mehr. Was? Ah, da sind wir wieder. Aha, okay. Ist das nicht blöd? Muss ich nicht da drinnen bleiben eigentlich?
So. Mann, Mann, Mann. Das ist echt... Das ist... Krass. Darfst du? Jawohl, geht ja. Ja, ich versuch's nochmal hier. Ich habe gerade keine Ahnung. Aber normalerweise müsste es schon stimmen, ne? Hier runter vielleicht? Ich probiere es einfach mal. Au. So. Wo sind wir denn da jetzt? Da, bitteschön. Irgendwo krebst ja noch so ein... Aha, da brennt Feuer. Sehr schön. Irgendwo müsste ja noch so ein... Wah. So ein Dingskerl sein, ne? So ein Wächter von diesen Blutfliegenschichteln, ne? Ich halte doch irgendwie ein bisschen Ausschau nach einem Porträt. Da könnte man raus. Da könnte man raus. Ach so, da sind wir da wieder. Ach du Heilige. Ach so, da sind wir. Okay. Ja, orientierungslos komplett, ne? So. Total orientierungslos. Sehr schlecht. Mhm. Okay. Ja. Ich glaube, es geht nicht anders. Es muss da oben weitergehen, glaube ich. Ich würde halt auch gerne zu dem einen komischen Kerl eigentlich hin. Der Wächter da, ne? Der da. Aber hier haben wir eigentlich auch schon alles durchgehabt, ne? Dadurch möchte ich gerne. Ich brauche diesen dämlichen Generalschlüssel. Ich habe keine Ahnung, wo dieses komische Büro von diesem Stilden-Typi ist. So. Da bin ich halt echt überfragt. Notizbuch und so, ne? Da müsste dann, Naja. Da müsste man dann quasi irgendwie Code und so haben. Wenn ich da runterhüpfe, wird es mir auch nichts bringen. Oder? Na. Oh je. Geht es hier draußen auch? Tatsächlich. Ob ich hier, wenn ich raus bin, ob ich da was weitergeht? Schaut aber nicht so aus, oder? Das ist vielleicht einen anderen... Weh, ich stecke fest. Einen anderen Gang oder so noch gebe. Also einen anderen Weg. Na, dem schaut nicht so aus. Das sind sogar Hunde und so, ne? Steht da vielleicht außen irgendwo ein Fenster offen? Na. Da muss es drinnen weitergehen. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, Mini. Tja. Dann kann sie nur mehr hier weitergehen, ne? Und da brauche ich den Generalschlüssel, ne? Würdest du? Hallo? Da brauche ich den Generalschlüssel, okay. So, warte mal. So, gehen wir nochmal alles durch. Finde die Kombination für das Arbeitszimmer, ja.
findet sich in Aramis Stiltons Notizbuch, wenn ich wissen würde, wo das ist. Stiltons Position befindet sich im Hinterhof. Notizbuch bei sich. Darin stehen die Kombination für die Tür des Arbeitszimmers. Befindet sich im Hinterhof. Warte, wissen. Bau. Karten haben wir keine. Jo, Na gut, Hinterhof dann, ne? Jetzt ist die Frage, ob als Hinterhof das hier gemeint ist oder was anderes. Also ob es vielleicht noch einen zweiten Ausgang gibt. Das kann aber auf keinen Fall der Hinterhof sein, oder? Na, glaube ich fast nicht. Hier sind nur Wachen. Dieser Aramis Stilton scheint hier nicht da zu sein. Einen Hinterhof. Das heißt, es muss auf der anderen Seite nochmal irgendwie so einen Weg rausgeben. Schaut so aus, ne? Ja. So. Na dann. Ich will jetzt nochmal mit rauflaufen. So langsam. Dann müsste es scheinbar wirklich hier durchgehen. Die ist auch mit dem scheiß Generalschlüssel. Boah, ist das ärgerlich. Das ist richtig gemein. Oi, oi, oi. Ja, dann brauche ich doch den Generalschlüssel. Wie soll ich da jetzt zum Hinterhof kommen? Ich, K.A. Hier bist du. Komm. Mach! Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man da zu diesem Hinterhof kommen soll, wo dieser Kerl sein soll. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man zu diesem verkackten, beschissenen Generalschlüssel kommen soll. Ui, das sehe ich schon, da kann ich üben gehen. Haha. Da kann ich üben. Halt echt gemein. Na, das war ein Fehler, natürlich. Ich habe keine Ahnung, ich könnte eine Karte brauchen, echt. Wirklich. Aber wirklich, ehrlich. Aber sowas von keine Ahnung, wie man da dorthin kommen sollte. Habe ich hier überhaupt schon alles mal durchgeschaut? Ich glaube nicht. Brief von Herzog Luca Abele. Aramis, es ist klug von Ihnen, als Gastgeber dieser besonderen kleinen Feier zu arrangieren. Das wird Ihren sozialen Stellung sehr zuträglich sein. Und ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Gehen Sie sorgsam vor, damit es kein Reinfall wird. Es folgen einige Einzelheiten. Unsere Informationen später. Entschuldigung, weitere Informationen später. Wir benötigen einen verschlossenen Raum. Verschlossen. Das ist äußerst wichtig, da Ihre Bediensteten nicht in einem ungünstigen Moment hereinkommen und alles ruinieren dürfen. Außerdem wollen wir nicht, dass Gäste gehen. Keine Fenster und falls es
doch eines gibt, können sie vielleicht für schwere Vorhänge sorgen. Sobald alle mit Erfrischungen und dergleichen versorgt sind, ist es entscheidend, dass ihre Diener und Sicherheitsleute sich die Nacht über zurückziehen. Sie dürfen uns nicht stören. Schicken Sie sie nach Hause, falls nötig, oder auf die Straße, wenn sie keine Wohnung haben. Nun zu den Teilnehmern. Ich gehe davon aus, dass wir insgesamt 5 sein werden. Sie eingerechnet. Das passt so. Bitte keine Überraschungsgäste. Wenn jemand vorbeikommt, schicken Sie ihn weg. Hierbei handelt es sich um eine private Seance. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, mit von Brianna Ashworth speziell ausgesuchten Teilnehmern. Sie wollen sie ja schließlich nicht verstimmen, oder? Hoffentlich sind diese Anweisungen klar. Sie waren der engste Freund meines Vaters und ich weiß, dass der alte Knacker sich darüber freuen würde, dass sie mir in dieser Angelegenheit behilflich sind. Luca Abede. Ja, Megan sagt, Radler, Stilton war ein guter Mann, mit dem Herzog zerstritten. Was haben wir denn hier noch? Erwin Stiltons Tagebuch. 12. Netze. Nachdem ich Dundel 12 einen Tag lang inspiziert hatte, hörte ich zufällig, wie Claire über meine Hände sprach und fragte: Für was für einen Gentleman arbeiten wir eigentlich? Das Schwarz unter seinen Nägeln, einfach widerlich. Genau das waren ihre Worte. Und an diese Worte muss ich ständig denken. Ich fragte Jamie, ob er Rat weiß. 14. Netze. Jamie sagte, dass sich viele feine Herren beim Barbier ihre Finger mit einer Maniküre pflegen lassen. Wenn ich morgen rasiert werde, bitte ich auch um diesen Dienst. 15. Netze. Obwohl sein Laden klein ist, ist Miguel der beste Barbier in Batista. Bezirk. Ich gehe seit Jahren zu ihm, schon vor dem ganzen Geld und dem ganzen Trubel. Ich bat ihn um eine Maniküre und er schnaubte, da er wusste, dass das eigentlich nicht meine Art war. Da ich mich nicht auskannte, sagte ich, mach das, was alle anderen auch bekommen. Ich wusste nicht, dass das einfache Säubern meiner Nägel auch das Auftragen kostspieliger, stark riechender Lacke bedeuten würde. Es steht mir nicht, also muss das von meinen Händen runter, vor der morgigen Inspektion des Bergwerks. 16. Netze. Der Lack war hartnäckig. Zum Glück fand ich heraus, dass er mit Terpentin etwas weicher wurde und ich ihn dann mit Schmirgelpapier abreiben konnte. Jetzt sehen meine Hände noch schlimmer aus als sonst. Großartig. Hat sich ja ausgezahlt. Kann man nur gratulieren. So, da haben wir ein paar Trönchen drinnen, okay. Was gibt's hier noch Schönes für uns? Da sind noch ein paar Münzen. Was ist das hier? Ein Audiograph. Heute trinken Herzog Abele und die anderen meinen Whisky und schmieden Pläne. Jindosh beobachtet mich wie eine Katze mit einer halb zerkauten Maus. Ashworth spottet, wie konventionell wir anderen doch sind. Sie sieht es nicht, flirtet eine Zeit lang und weist mich dann in meine Schranken. Ich schlucke die Wut runter und denke daran, was Leodanis mir bedeutete. Ich sage mir, ich habe für diese Ehre gearbeitet. Ich arbeitete in den Bergwerken. Und jetzt ist die feine Gesellschaft zu Gast bei mir. Wenn sie eine Seance abhalten wollen, was soll ich da sagen? Was auch passiert, ich werde es bereuen. Aber danach kommt Megan vorbei. Mit ihr zu reden, rückt mich zurecht. Megan? Unsere Megan nehme ich mal an. Okay. Dann schauen wir weiter, oder? Was haben wir hier Schönes? Kupferdraht nehmen. Nein, was zu essen? Da ist nichts drin. Und da ist. Sind ein paar Armbrustbolzen drin. Okay. Okay. Alles voller Kerzen da oben, ne? So, hier noch irgendwas?
Schaut nicht so aus. Lol, ich war schon mal hier drin und habe nicht fertig gemacht. Ne, ich bin auch so ein Profi. Was haben wir denn da? Brief von Herzog Deodanis Abele. Stilton, mein Freund. Ich hoffe, Sie verbringen nicht allzu viele Tage unter der Erde, um giftige Dämpfe zu erschnüffeln oder knirschende Stützpfeiler zu untersuchen. Sie haben ein besseres Leben verdient und ich möchte, dass Sie es bekommen. Mir hat unser wöchentliches Abenteuer gefehlt und gefallen natürlich. Außerdem wollte ich doch noch mehr über Ihre Pläne zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Bergwerken erfahren. Wesentlich interessanter als das Gefasel, das ich jeden Tag aushalten muss. Bitte versprechen Sie mir, mich nächste Woche mit Erzählungen über ein neues Gerät zu unterhalten, das Einstürze verhindert oder was es sonst noch so an Neuigkeiten gibt. Und wie sieht es bei mir aus? Als wäre es nicht genug, all die Streithähne in Serkonus zu vereinen, habe ich einen weiteren beunruhigenden Brief aus Lukas Schule erhalten. Dieses Mal wurde leider ein junger Mann schwer verletzt. Irgendein dummer Jungenstreich ist furchtbar schief gegangen. Andererseits ist er eigentlich kein Junge mehr, oder? Ich habe bei ihm nicht den Eindruck hinterlassen, den ich wollte. Nicht mal halb so viel. Was wird aus Serkonus, wenn ich nicht mehr bin? Aber ich möchte Sie nicht zu sehr belasten. Sicherlich wird alles gut. Bis nächste Woche. Theotanis. Ja, da wissen wir dann schon, ne, was da passiert ist. Traditionell serkonische Lieder, Teil 1. Das hatten wir auch schon. So. Das war echt komisch. Irgendwie komme ich nicht recht weiter. Jetzt soll ich mal kurz die Zeit wechseln. Was haben wir da? Lol. Ach so, in diesem Zimmer sind wir hier, ne? Unter uns ist eigentlich der Kerl, ne? Mit Klavier und so, also der Typi, ne? Ja. Der Stilton halt, ne? So. Was haben wir denn da alles? Haben wir doch irgendwas Brauchbares? Schaut mir nicht danach aus. Da sind ein paar Pistolenkugeln. Nichts Aufregendes. Schaut nicht so aufregend aus. Jetzt ist die Frage, wenn ich wieder runterhüpfe, ob das schlau von mir ist. Ich schaue mich zuerst noch hier um. Aber ich glaube, da haben wir alles mitgenommen, ne, was wir brauchen. Ja, keine Ahnung. Ich werde mal hier oben speichern, glaube ich. So, Spiel speichern. 1, 2, 3, 4, 5. Den da nehmen wir. So, na komm. Sehr gut. Sehr fein. Und dann, ja, das ist schon eher. Da sollte ich nicht runterhüpfen. Nein. Ist nur dieser blöde Schlüssel. Echt. Beziehungsweise, ich meine, ich weiß. Ne. Notizbuch zuerst, wir sollten diesen Abele finden, aber ja. K.A. irgendwie. Irgendwie kommen wir auch nicht zu diesem Hinterhof. Wo auch immer das sein soll. Sollte halt hier sein, ne? Vielleicht hilft's was, wenn der uns sieht. Hallo.
Irgendwie komme ich da nicht rein. Obwohl ich es echt gern möchte. Ah ja. Echt ein bisschen doof, das Ganze. Jetzt bin ich halt wieder... Ah, na, das war zu früh. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ne? Die Wache ist weg, ich hoffe doch. Ein eigenes Boot. Das wäre ein Leben. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Aber hier ist ja auch nichts, ne? So, nur ein paar Münzen, aber nicht das, was ich suche. Oh, meine Augen brennen. Das ist echt Käse. Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Mein Herz macht das nicht mit. Okay. Ich glaube, ich werde das dann einfach mal, ohne dass ihr zuschaut, versuchen herauszukriegen. Ich bin bestimmt noch schon 20 Mal dran vorbeigelaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da wirklich keine Ahnung. So. Ich habe da wirklich keine Ahnung, was ich da, wie man da am besten weiterkommen soll. Ich weiß es nicht. Hinterhof schön und gut, aber... Wo dieser Kerl ist... Was ist hier los? Vermag irgendwie keiner zu sagen. Ich finde den Kerl einfach nicht an. Das ist grauenvoll. Was? Scheiße, du! Ja. Hinterhof und so, ne? Keine Ahnung. Ja, das ist wieder der Raum, ne? Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es da ganz draußen sein soll. Oder er halt. Weil hier kommen wir überall nicht rein. Es muss schon so sein, dass er hier draußen irgendwo rumstravanzt. Da wäre ein Beutel. Was haben wir da? Rattenspieß. Na, ich verdrück mich immer. Entschuldigung. So. Jetzt da war's dann. So, noch ein paar Münzen. Sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich habe da keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ach, weiß es doch nicht. Der kann ja echt nur da draußen sein, im Grünen irgendwo. Dass ich den einfach suchen muss. Wie soll es denn anders sein? Er muss da draußen sein. Das ist doch wohl sowas wie ein Hinterhof, oder? Ich bohr mich einfach mal. Okay. Weg mit dir. So. Der ist schon mal weg, der schnarcht schon mal. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin da komplett überfragt. Ich muss da mal ein bisschen... Ich muss mich da ein bisschen umschauen, glaube ich. Das kriege ich so nicht hin, wie es ausschaut.
Ich bin da leicht überfragt. Ich weiß mir da gerade jetzt echt nicht zu helfen. Weil normalerweise ist das hier eigentlich kein Hinterausgang, sondern vor der Dingens. Ja. Ich weiß es nicht. So. Der Hund hat nichts mitbekommen. Sehr gut. Tolles Wachpersonal. Ja, wie gesagt, ich habe keinen Plan. Ich werde jetzt mich etwas schlau machen müssen. Fürchte ich, wo dieser Hinterausgang sein soll. Ich helfe dir beim Suchen. Ist halt schwer ohne. Ist halt schwer ohne Karte, ne? Aber so langsam weiß ich einfach nicht mehr weiter. Okay, das kann man kaputt machen. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute, ne? Keine Ahnung. Wir werden schon dahinter kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!